Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ja Leute, wir haben beim letzten Mal den großen Auftrag durchgeführt und es ist im Grunde alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Da vorne im Wagen liegt Jackies Leiche, T-Bug ist auch gestorben und von der Crew sind nur noch wir übrig. Wir haben den Relic, der ist irgendwie in unserem Kopf drin. Evelyn hat gesagt, wir sollen ganz schnell zu ihr kommen, damit wir den entfernen können, aber wir müssen jetzt erstmal Dex Bericht erstatten. Mal gucken, was der das sozusagen hat. Oh Mann, ey. Cool, mich hätte mit Jackie echt ganz schnell mitgenommen, auch wenn ich das halt eben vorher schon wusste, einfach auch, weil, ne, habe ich ja schon gesagt, CD Projekt Red das sowieso im Vorfeld gespoilert hat. Aber zum Beispiel, dass T-Bug stirbt, wusste ich nicht. Ich wusste auch gar nicht mehr so genau, wie dieser Auftrag abläuft. Ich hatte das ja schon mal zu Release ganz kurz gespielt, dann wieder aufgehört, weil es eben so verbuggt und alles war. Aber ich konnte mich da an einiges echt nicht mehr erinnern. Und auch jetzt so, was danach passiert. Ich glaube, viel weiter habe ich die Hauptquest auch damals gar nicht gespielt. Ich bin eher ziemlich so durch die Stadt gedüst und habe geguckt, was es so gibt. Habe dann so viele Bugs gefunden, dass das hin hoch. Ja, dass das dann nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. So. Das Notel Motel. Haben wir noch irgendwas? Da ist noch irgendwas. Dann Nachrichten. Ne, das ist irgendwas über Arasaka, aber nichts mit uns. So ein Shit. Und die werden uns jetzt halt diesen Mord anhängen, obwohl das halt ja totaler Quatsch ist, weil der ja vergiftet sein worden sein soll. Und das kann man eigentlich ganz schnell widerlegen. Man kann hier dann einfach so... man kann hier einfach von selbst hingehen in diesem Hotel. Und dann hier so einchecken an so Terminals, ohne dass halt hier Personal sein muss. Das ist ja ganz interessant. Fehler. Na gut. Klopp, klopp. Ich bin's. Lass mich rein. Erwartet. Ach. Na, Dex. WNS. N54. Selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Das ist, glaube ich, nicht gut. Und Jaxter? Ist er im Auto? Genau da, tot. Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Weißt du? Wir hätten das Ganze irgendwie ein bisschen besser angehen sollen, ey. Ihr wart euch alle viel zu selbstsicher hier. Jackie halt genauso, leider. Miss V? Wir hätten vielleicht noch so irgendwie ein paar Experten mit ins Boot holen sollen. Ich hab ihn nicht. Ich glaube, dass wir jetzt... Ich hab ihn nicht, Dex. Hab ihn nicht. Hab ihn nicht. Ich will lieber zu Evelyn. Eine gute Nachricht. Gute Nachricht? Ja, weil er nicht da, weil der nicht zurückverfolgt werden will. Tot. Das ist hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Hab ich seine nicht! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Ja, T-Bug und Jackie sind's halt schon. Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Ja, alles Scheiße vorbereitet. Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Der war sogar im selben Raum. Ich bin ein scheiß Assistent. Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen. Das waren wir nicht. Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben. Ob hier irgend so ein Leopardenhandtuch hängt? Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Er hat jetzt einfach nur Schiss, dass das auf ihn zurückfällt. Neuer Ort, neuer Name. Der Job gerade egal mit dem Relic. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Na, er hat gerade einfach nur Angst. Nee, aber ich sag ihm das mit dem Relic nicht. Nachher kommt er noch auf dumme Ideen. Und Evelyn hat ja schon gesagt, sie kann uns helfen. Ja, was willst du denn jetzt? Heute.
Geh da ja schon rein, chill, Junge. Scheiße, ey. Ja, wie? Scheiße. Was holen wir aus Jackies Blut? Ganz ehrlich. Ja, aber das würde wie tun. In so einer Situation. Na gut, mal gucken, was wir jetzt machen. Müssen wir vielleicht die Stadt verlassen oder sowas? Noch irgendwas? Was ist der große Plan? Ach so, das ist der große Plan. Mach dich kalt, Dix, ne? Zu riskant wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Wow. So ein feiges Schwein, ey. Weil wenn er uns erledigt, dann sind halt alle Spuren weg quasi. Title Drop, Cyberpunk 2077. Sind halt alle Spuren weg und das kann halt nicht wirklich zu ihm zurückverfolgt werden, dann denke ich mal. Also Jackie ist tot, T-Bug ist tot, Lee ist tot. Wer soll ihn schon verraten? Außer Evelyn, die auch kein Interesse daran hat. Warum ist da oben links was Komisches angezeigt? Jetzt los. Hey. Hi. The Hammer. 20. August 2023. Hi. Lol, dich kenne ich doch. Und ein weiterer Cameo-Auftritt. Die gute Dame ist, glaube ich, nach Maxi Griff gestaltet. Die ist von Xbox. Finde ich ganz nice. Hey. Alles okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Wurde aber nicht von ihr gesprochen anscheinend, glaube ich. Ich glaube, das ist sie nicht. Und wir sind nicht mehr wie. Wir sind jetzt irgendein Typ. Wenn ich mir da so den linken Arm angucke, kann ich mir auch schon vorstellen, wer wir sind. Du kannst nicht drauf. Was hey, willst du? Hey, cool bleiben. Und das ist Keanu Reeves. Ich glaube, wir sind Johnny Silverhand. Natürlich total zugedröhnt. Ich finde das so geil, wie die Band einfach loslegt, bevor der Leadsänger da ist. Hi! Ist doch geil, wie die Menge voll jubelt und die hier alle einfach nur stehen und nichts tun. Hey! Ja, das hätte ihr ein bisschen energisch hier machen können, CD Projekt Red. Die stehen ja alle nur rum und tun nichts. Verabschiede ich mich von euch allen. Jetzt so ein bisschen. So, dann leg mal los. Jetzt, das hätte ich vorher schon machen müssen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Wie viel willst du dafür? Geht klar. Aber ich will's weiter. Johnny, warte! Warten, warum ist da oben links so ein gelbes Symbol? Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Was willst du? Mach das nicht. Okay, Johnny hat irgendwas vor. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Okay, das sieht aus wie ein Abschied ohne Wiederkehr. Du bist spät. Oh, Rogue! Die haben wir doch schon mal gesehen. Da ist er noch ein bisschen jünger. Ich liebe es, wenn du sauer bist.
bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Ja. Was hat Johnny denn hier vor mit Rogue? Ich weiß nicht, was Johnny sind. Bye. Okay, wieder ein kleiner Zeitsprung hier. Wo geht's? Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen. Hier scheint so ein kleiner Bürgerkrieg oder was zu sein. Oder was ist hier los? Was da draußen sind die Konzernkriege oder sowas? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Oh. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Thompson. Wir haben doch was von einem, in irgendeinem so ein Notizding, doch was von einem Anschlag auf den Arasaka Tower gelesen. Passiert das jetzt? Hat Johnny den verübt? Mit Rogue? War da nicht die Rede von so einer Atombombe gezündet wurde? Dafür sieht das alles aber noch ziemlich geil da aus. Ziel in Reichweite! Lass es regnen! Bam. Du bist Scheitern oder so ähnlich, wurde gerade gesagt. Rock ist schon ziemlich cool. Oh! Oh, der rückt. Ich übernehme. Okay, Johnny. Wie man es. Ja, die halten ganz schön viel aus, die Jungs. Jetzt noch was. Haben wir es? Oh. Los, runter mit euch! Na dann. Murphy? Hab den Zugangspunkt gefunden. Los! Johnny, du denkst an den Plan. Ladung in den Fahrstuhl, scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Bist du? Häng mich ein. Bei der Murphy. Hier ist vermutlich unsere Netrunnerin. Fliegen Vögel, fressen Katzen, Mäuse, scheißen Ratten. Hey, die muss hier vor Ort sein. Tiber konnte das nicht wegmachen. Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist aber du. Aber was auch immer hier passiert, Rogue hat das auf jeden Fall überlegt. Ich. Na los! Wir haben ja schon gesehen. Okay. Jesus! Jesus! Ich glaube, wir haben hier kein Leben, ne? Aber ich kann hier gar nicht sterben, weil es eine Rückblende quasi ist. Zack. Okay, Johnny lädt ziemlich cool nach. Kann wie das bitte auch machen? Suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung. Na, bye. Bushido 2, wie ist die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Okay, wir sprengen hier echt die Bombe aus der Tower. Da müssen wir hin. Schieß die Kabel durch. Welche Kabel? So. Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da. Das ist cool, wie der nachlädt. Hat das mit Rogue? Warte, ich brauche deine Hilfe bei mir. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Heißt, die lässt ihn im Stich. Ich lieb dich, Spider. Einheit am Boden! So wie der Rest
Okay, Rogue lässt ihn quasi im Stich. Sie hilft ihm nicht. Wobei, wenn das nicht zum Plan gehört, was Johnny hier macht, dann... gehört scheinbar nicht zum Plan, dann ist das halt auch ja, von Johnnys Seite aus ein bisschen fail. Sag ich mal. Oh doch, ich kann Leben verlieren, merke ich gerade. Einmal treffen, hallo! Gleich am Zugangspunkt. So, was laden wir da jetzt hoch? Netter Eisbrecher aus dem Ausland. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Mbole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Rogue scheint da irgendwie rausgekommen zu sein. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Okay. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Unterwegs. Oh. Adam Smasher. Also irgendwie habe ich gerade so ein Déjà-vu. Das ist Adam Smasher. Noch nicht ganz so verchromt. Der Typ wird irgendwie zum Problem mittlerweile. Okay, Johnny da rausgekommen. Die hält nicht lange. Lauf. Johnny, so schnell du kannst. Hier, Rogue. Sag mal, bist du doof? Lass mich nicht hier. Oh. Der Rogue muss das ja überleben. Shit. Shit. Smasher. Oder sieht er noch halbwegs normal aus? Johnny Boy. Noch nicht so ein Roboter. Eines Tages mach ich dich fertig. Oh. Und das war's mit Johnny Silverhand? Okay, sonst nicht mit Johnny's Verwandt. Oh, den Ort kenne ich hier. Den Platz. Hi, Mother, aus Edgerunners. Sag nochmal an der Stelle, das habe ich ja schon mal gesagt, das Spiel. Also, wir werden im Laufe des Spiels auf jeden Fall Spoiler zum Cyberpunk-Anime bekommen. Also, ne, damit seid ihr mal wieder vorgewarnt. Ich weiß nicht, wann es passieren wird, aber ich weiß, dass das zum Beispiel Spoiler zum Anime. Und so. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Oh, aber die Bombe ist anscheinend explodiert, wenn ich mir den Atombilz da hinten so angucke. Aber dafür, dass... Terrororganisation gehörst du an? 50 Jahre zurück ungefähr. Dafür, dass da eine Atombombe mitten in der Stadt explodiert ist, sieht das dann auch ganz okay aus, glaube ich. Ja. Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistung. Ist das Azuse. Okay. Chokusetsu hanashi wo suru. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb. In diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Haben die für diese asiatischen weiblichen NPCs immer dieselbe Sprecherin genommen? Kommt mir irgendwie so vor. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, kono you na koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten.
人は嘘をつき自分自身を欺く。 Hast du uns da aufgesetzt? だが、俺、でもなんか別に、あの、さ、なんか、そう、も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 
rum? Wer sind die? Kann ich was machen? Gib mir eine Waffe. Danke. Okay. Der hält uns für den Mörder. Aber... gibt uns trotzdem einfach eine Waffe? Ist denn ernst? Die Waffe ist nicht sonderlich geil, mein Freund. Muss ich mal ganz kurz sagen. Macht denen irgendwie keinen Schaden. Ah, okay, weil die geskriptet sind. Okay. Ja, genau. Ramm mit dem Motorrad ein Auto, Junge. Je, wo sind wir eigentlich jetzt hier? Ich bin irgendwo außerhalb der Stadt auf jeden Fall. Mir gefällt das auch nicht, dass sie schon wieder Totenköpfe über dem Kopf haben. Ja, da machen wir mich so. Warum schießt die überhaupt die? Die sind schon eh gescriptet. Nicht lange wirken. Ja, dann bring uns hier gefälligst raus, Junge. Lol, das Mann, das klingt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ich brauche einen Mantis-King, ich will das. Wir werden so mit Cyber irgendwann voll pumpen, wenn ich mir das mal genauer angeguckt habe. Ist der immer noch da? Jetzt mach den kalt! Geh doch mal weg, Junge! Nein! Ja, genau das denke ich mir auch gerade. Wie Verräter? Wieso Verräter? Meinen die ihn? Moment, meinen die ihn? Ist er vielleicht in Ungnade gefallen, weil er seinen Meister nicht beschützen konnte und er will uns jetzt ausliefern, um irgendwie seine Ehre wieder zu erlangen? Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Weh, du kippst wieder um. Ja, was soll ich denn tun? Junge. Halt die Augen offen. Fuck. Mir geht's nicht so gut. Ihn umbringen? Mit Auftragskiller? Ja, der hätte vielleicht jetzt noch da rauskommen und uns angreifen können. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, den du ja, tatsächlich brauchst? Schon. Ich erinnere mich an dich. Du. Erstmal kurz auf Tuch. Du warst im Compacky Plaza. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Ja, schnell. Gut. Hast dich gut geschlagen. Ja, komm, wir machen mal hier. Victor. Flickt uns zusammen. Ich habe nicht Flicks gelesen zuerst. Ruf jemanden an, irgendwen. Irgendwen. Warum gehst du nicht ohne mich? Warum? Warum lässt du mich nicht einfach hier? Na kurz, ich hasse dich Erfahrung nur können, auf. Was von uns will. Ruf jetzt an. Okay, ich glaube, es bringt nichts, mit ihm zu reden. Okay. Hör mal hin. Schon gut. Ja, wen sollen wir sonst anrufen, ne? Jackie ist tot. Lieberg ist tot. Ich glaube, sonst arbeiten wir mit niemandem wirklich eng zusammen. Außerhalb des Versorgungsgebiets. Ach. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in Moment, der kommt jetzt echt einfach? Der Job ist doch erledigt. Der sollte doch nicht mehr verpflichtet sein hier. Und er hat doch gerade gemeint, außerhalb des Netzwerks. Beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein, aber nicht zu tief. Zwischen Ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralboxen sein. Ich versehentlich eine Vene treffe. Stirbt sie! In der Tat, wenn Sie nichts tun, aber auch. Okay. Ich glaube, ich habe die Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Weg. Ich schaffe es nicht. Aber ich glaube echt so, dass er irgendwie in Ungnade gefallen ist, weil er ihn nicht beschützen konnte. Und jetzt haben die ihn einfach abserviert. Ist das dein Blut? Misty! Oh Misty, die weiß das ja noch gar nicht von Jackie. Aber sie wird sich sicher denken können, wenn Jackie hier auftaucht. Neurogener Schock. Sie stirbt. Wieso? Moment, wie? Schneid wo ist der Lebend? Steht der jetzt hier irgendwie in der Praxis und macht hier Hilfsarzt? Das ist doch ein Taxi. Ich weiß, was ich tue. Okay, ich hinterfrag das mal nicht weiter. Wer ist der Lebend, so ein Around-Ding?
Vielleicht gehört Erste Hilfe und sowas auch mit zu seinen Angeboten. So, kannst du es wieder zusammenflicken, Vic? Hallo? Ah, ich lebe. Oschi. Okay, das vergeht scheinbar gerade ein bisschen Zeit hier. Und das hat ganz schöne Wellen geschlagen, da. Was machen? Wie geht es hier? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag okay, besser. Okay, es vergehen sogar Tage. Okay, mir liegt aber anscheinend echt sehr viel daran, dass wir am Leben bleiben. Gut, wir sind so sinngemäß eine Versicherung. Er weiß ja immer noch nicht so wirklich, dass wir das nicht fahren. Oh, mein Kopf. Victor's Klinik, 2077. Wie fühlst du dich? Fuck. Fuck. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und oh, also das, was wir mit Johnny gesehen haben, quasi. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann versprich mir nicht zu lachen. Platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen, jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, wie. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Oh, und das Persönlichkeitskonstrukt hatten die da in der Rückblende mit Johnny hochgeladen, ne? Das, was sie ihm da aufgesetzt haben. Da stand da irgendwas von. Ist das möglich? Ich soll die Erinnerungen einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Ja, stimmt. Die Zeit müsste Vic miterlebt haben. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Okay. Diese Erinnerung oder dieses, was hat er gesagt, Persönlichkeitskonstrukt, ja Moment, von Johnny ist wahrscheinlich auf dem Relic gespeichert. Und da wir den jetzt im Kopf haben, vermischen sich unsere Erinnerungen mit denen von Johnny, so verstehe ich das gerade. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Das ist schlecht. Was sagst du? Das ist sehr schlecht. Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein. Oh. Übernimmt nach und nach deinen Körper. Bis du irgendwann verschwindest. Das heißt, man kann dieses Konstrukt quasi in einen anderen Körper reinladen. Wie? Und das passiert. Es ist wichtig, dass du das verstehst. Also ich werde quasi gelöscht von Johnny. Aber ich frage mich gerade, warum haben die Johnnys. Also das ist irgend so ein Terrorist. Also ein bekannter Terrorist scheinbar.
Nach dem war ja auch der Drink im Afterlife benannt. Also musste halt eine große Nummer gewesen sein. Und das Konstrukt von irgendeinem Terroristen, der deren Tower gesprengt hat, speichern die auf so einem Chip? Warum? Du kriegst mich wieder hin, oder? Spannend. Weg! Ich wünschte, ich könnte. Ich habe keine Ahnung, den Part der Story kenne ich halt aber das gar nicht irgendwie mehr. Übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Details wären wichtig. Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche, die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Oh. Eine Kugel in den Kopf von Dexter geschossen. Getötet. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die ihn selber gekostet haben. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Der Chip hat mir quasi auch das Leben gerettet. Also eigentlich wären wir tot. Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle. Die wird für quasi das gelöscht. Und das platzt also Johnny. Will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Ich glaube ja nicht mal, dass Johnny das selber nicht halt bewusst, will. Das passiert, das passiert halt einfach automatisch und ist unvermeidbar. Ja. Keiner von euch kann es aufhalten. Der muss es ja nicht mal wollen. Frag mich ja, wie gesagt, warum die den gespeichert haben. Und ich frage mich halt, aber das ist halt nicht wirklich Johnny, ne? Das ist halt eine... Wie? Kopie seines Bewusstseins irgendwie. Es ist halt nicht der echte Johnny. Ist der, haben wir gesehen, wie er gestorben ist? Bin mir gerade gar nicht sicher. Glaube, oder? Doch, wie hat er gesagt, sie wurde getötet. Doch, die haben Johnny getötet. Und vorher haben die sein Bewusstsein auf dem Chip gespeichert. Also kopiert, denke ich mal. Also es ist halt nicht der echte Johnny. Genau, die Fernsehwerbung haben wir gesehen. Scheiße, ich erinnere mich an diesen Werbespot. Das haben wir gesehen. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Der liegt jetzt seit 50 Jahren rum. Und wenn wir den Chip rausnehmen... oder deaktivieren. Evelyn hat doch was von beides gesagt. Außer Frage. Gut, Evelyn weiß vielleicht auch nicht, was genau der Chip ist. Und zwar sofort. Vic. Inkompliziert. Du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleine. Er ist auch ein bisschen ratlos. Misty? Misty. Oh, Misty muss ja mittlerweile wissen, dass Jackie tot ist. Sind ja ein paar Tage vergangen. Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Hi. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Misty. Das ist alles nicht so geil. Und alle... einfach nur, weil wir diesen scheiß Auftrag... weil alle den nicht ernst genommen haben. Was ist das für eine Riesennummer? Das ist eine dumme Idee. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Und die haben scheinbar darüber geredet. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein. Oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, wie. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Willst du die rote oder die blaue Pille?
Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Okay. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Woher weißt du das, wenn das Ganze hier ein Prototyp ist? Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Das keiner wissen, beschleunigt Leute, den Prozess. Setzt den Dämon also praktisch frei. Aber warum sollte ich das tun? Kann ich vielleicht mich auch im Spiel entscheiden, nachher auf. Also, ich denke mal, das Ziel wird sein, wie zu retten. Also irgendwie einen Weg zu finden, dass wir überleben. Ich tippe mal, wir können auch nachher irgendwie dafür sorgen, dass Johnny uns irgendwie übernimmt. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann. Ich glaube, der weiß das nicht mal, was da passiert selber. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, Schätzchen. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie? Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wofür brauche ich Pillen, verdammt? Warum lasse ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich glaube, das ist gerade nicht mein Hauptproblem, meine Gute. Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Ja, cool. Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Okay. Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Also theoretisch sind alle bei dem Auftrag umgekommen. Oh ja, du bist so lieb, will ich machen, aber ich möchte eigentlich Jackie erwähnen. Du bist so lieb, ich mach mal Jackie. Misty, warte. Weißt du, Jackie... Ja? Ja, das tut's mir echt, aber er hat echt viel... Ja, er hat auch während der Mission sehr viel von ihr gebraucht und er war unser bester Freund. Er hat immer von dir gesprochen. Sehr oft. Wir hatten einen Streit, bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Hey, danke, Misty. Bye. No. Oh, Mann. Alles echt belastend. Schick, schick. Hi, Johnny. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Was willst du denn? Johnny! Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Denk mal, wir sehen ihn quasi nur in unserem Kopf. So sinngemäß. Wo kommst du auf einmal her? Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Glaub mir, wir haben nicht gefickt. Oh, verpiss dich endlich! Wo sind meine Pillen?
sind meine Pillen? Ich sehe sie. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Okay, er weiß selber, glaube ich, nicht, was los ist. Fuck. Oh ja, und jetzt begreift er. Fuck. Also, er ist halt in uns, ne? Das ist jetzt nur zum Veranschaulichen, dass wir ihn sehen. Dreckiger Chip. Ja, und jetzt checkt er. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Das wird noch problematisch. Das wird noch sehr problematisch. Ich werde die Kontrolle haben. Okay, er hat jetzt gemerkt, dass er in unserem Körper ist. Ich finde einen Weg. Aber wir können uns trotzdem. Also, das ist vermutlich so ein Psyche-Ding, dass wir uns quasi gegenseitig trotzdem irgendwie sehen. Lässt sich vermutlich schwer erklären. Das ist aber echt ein bisschen belastend, dass er jetzt schon so viel Kontrolle über uns hat. Medizin. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Er hat, glaube ich, nicht so Bock da drauf. Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Er hat selber echt keinen Bock da drauf. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Nein, du bist tot, mein Freund. Er weiß, dass er nur das Engramm ist, aber er denkt halt, dass er irgendwo trotzdem draußen existiert. Er weiß ja nicht mal, welches Jahr wir Scheiße, haben. Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Das ist echt interessant gemacht, irgendwie. Finde ich cool. Ach, Moment, ich muss mich bewegen. Nicht zu empfehlen, habe ich erst nicht gecheckt. Lass mich in Ruhe! Na los, verpiss dich einfach! Kugel in den Kopf. Gib keinen anderen Weg. Habe ich schon bekommen. Hörst du, du Schlampe? Schieß dir ins Hirn, verdammt! Aber warum will er unbedingt, dass wir uns killen? Oh, nein. Verdammt! Danny, nein. Das ist alles gar nicht gut, Leute. Aber ich find's mega cool. Ist eine coole Situation irgendwie. Und wir können, denke ich mal, entscheiden, je nachdem, wie viel. Ne, wie wir mit Johnny umgehen, vermutlich. Erstmal duschen. Ich dusche auch in meinen Unterwäsche. Ach, haben sogar noch hier die Einstiche. Okay, nicht ganz in Unterwäsche. Wir stehen mal auf. Oh Gott. Delamain, nimm dir die Munition, öffne dein Inventar und zieh dir etwas an. Optional. Finde was zu essen, check deine E-Mails. Alles optional. Ich kann so das Apartment jetzt verlassen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen diese ganzen optionalen Sachen. Beim nächsten Mal. Meine Güte, ist viel passiert. Das wird interessant. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich danke wie immer. Wie man es fürs Zusehen, lasst gerne einen Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.